Chong Haiyuan, Lehrerin an der Qingfangshan-Grundschule in Ganzhou. Sie wurde verhaftet, weil sie den sogenannten Konterrevolutionär Li Qiaolian unterstützte. Im Gefängnis lehnte Frau Li jede Schuld ab. Außerdem schrieb sie auf die Gefängnismauer: Nieder mit Hua Guofang, damaliger Führer der KP Chinas. Daraufhin wurde Chong Haiyuan auch als Konterrevolutionärin eingestuft und zum Tode verurteilt. Am 30. April 1978 wurde sie gefesselt und auf der Straße vorgeführt. Der Weg führte zu ihrer Exekution. Ihr wurde absichtlich in die rechte Schulter anstatt in die linke geschossen, um ja nicht das Herz zu treffen. Denn die Exekutierte sollte am Leben bleiben, zumindest vorläufig. Dann eilte das medizinische Personal herbei und trug sie in ein Militärfahrzeug mit einem improvisierten Operationstisch. Alles musste nun schnell gehen. Die Nieren wurden entnommen, als Chong Haiyuan noch lebte. Im Nanchang-Feldkrankenhaus Nummer 92 wurden Chong Haiyuans Nieren dem Sohn eines leitenden Beamten implantiert. 30 Jahre später. Chinas Wirtschaft ist schnell gewachsen. Mitgewachsen ist auch die Anzahl der Organtransplantationen. Besonders nach 1999 stieg die Anzahl von Transplantationen in China explosionsartig an. Laut offiziellen Statistiken lag die Zahl von Organtransplantationen im Jahr 2006 bei fast 20.000. Damit ist China weltweit auf Platz 2. Außerdem hat sich der Personenkreis, die für Organtransplantationen bevorzugt werden, in China ausgeweitet. Es sind jetzt nicht mehr nur die leitenden Beamten des Regimes, sondern alle Leute, die sich den hohen Preis leisten können. Vor 2007 boten viele große Krankenhäuser in China für einige hunderttausend Yuan Organe mit der kürzesten Wartezeit an. Seit 2000 und in den darauffolgenden 6 oder 7 Jahren erklärten die Krankenhäuser öffentlich, dass die Wartezeit 1 bis 4 Wochen oder sogar nur wenige Tage dauerte. Viele große Krankenhäuser führten mehrere Transplantationen gleichzeitig durch. Diese erstaunlichen Zahlen lassen jedoch eine Frage offen. Woher stammen all die menschlichen Organe? Ist es möglich, dass die Tragödie von Chong Haiyuan im 21. Jahrhundert immer noch stattfindet? Organe, die einem bei lebendigem Leibe entfernt werden? Die Vereinigten Staaten, die Nation mit den meisten Organtransplantationen. Dort existiert eine gut ausgearbeitete nationale Datenbank von Organspendern und Empfängern. Ungefähr 80 Millionen Menschen sind bereit, ihre Organe nach ihrem Tod zu spenden. Auch die Zahl von Organspenden durch Verwandte ist groß. Doch selbst mit einem System wie diesem ist die durchschnittliche Wartezeit bei Organtransplantationen ziemlich lang. Für ein Herz ungefähr 8 Monate, Leber 26 Monate und Niere 37 Monate. Warum? Weil die Organe für die Transplantationen von gesunden Menschen stammen müssen. Außerdem muss die Dauer der Minderdurchblutung der Organe während der Transplantation sehr kurz sein. Bei einer Niere weniger als 12 bis 24 Stunden, bei einer Leber 12 Stunden und beim Herz 4 bis 6 Stunden. Wer Glück hat, bekommt die Organe von Verwandten gespendet. Wenn nicht, kämen für Transplantationen nur Organe von Spendern in Frage, die a. gesund und b. gerade erst verstorben sind. Hinzu kommt noch, dass Patienten nur Organe annehmen können, die mit ihrer Blutgruppe und dem Gewebetyp kompatibel sind. Die Niere als Beispiel: laut der National Kidney Foundation der USA liegt die Chance, eine passende Niere von einem Nichtverwandten zu bekommen, bei nur 6,5%. Kulturell bedingt ist die Zahl von freiwilligen Organspendern in China verhältnismäßig klein. Auch der fehlende rechtliche Rahmen spielt hier eine Rolle. Bis September 2007 hat es in China insgesamt nur 61 Organspender durch Gehirntod gegeben. Organspenden von Verwandten machen gerade einmal 1,1% der Gesamtheit aus. Und auch wenn legale und rechtmäßige Organquellen rar sind, scheint dies den großen Kliniken Chinas keine Sorgen zu bereiten. Das Oriental Organ Transplant Center gab auf seiner Webseite an, die durchschnittliche Wartezeit, eine passende Leber zu finden, liegt bei 2 Wochen. Auf dem Antragsformular des Organ Transplant Department of Shanghai Changcheng Hospital of the Second Military Medical University stand, die durchschnittliche Wartezeit für eine Lebertransplantation liegt bei allen Patienten bei einer Woche. Gegründet 2003 und geschlossen im September 2007, war das China International Transplantation Network Assistance Center eine Organagentur für Ausländer.
Es befand sich im Organ Transplant Research Center der Medizinischen Universität in Shenyang. Hier hieß es, betreffend Nierentransplantationen wird es wahrscheinlich eine Woche dauern, einen passenden Spender zu finden. Die längste Wartezeit ist ein Monat. Und weiter, wenn der Arzt herausfindet, dass etwas mit dem Spenderorgan nicht stimmt, hat der Patient die Möglichkeit, ein anderes Spenderorgan zu bekommen und eine Woche später wieder operiert zu werden. Chinas Magazin Sanlian Life Weekly berichtete am 7. April 2006, ungefähr 98% der Organquellen in unserem Land werden von Behörden außerhalb des Gesundheitsministeriums kontrolliert. Wer die Behörden außerhalb des Gesundheitsministeriums sind, verriet der Artikel jedoch nicht. Bevor das China International Transplantation Network Assistance Center zumachte, gab es noch weitere fragwürdige Informationen bekannt, zum Beispiel im Frage-Antwort-Teil auf der Website. Frage: Selbst wenn die Organtransplantation erfolgreich verlaufen ist, beträgt die Überlebenszeit nach der Operation nur 2 bis 3 Jahre? Antwort: Tatsächlich hören wir häufig diese Frage, aber das bezieht sich auf Fälle der Nierentransplantationen in Japan, wo die Organe von Leichnamen Hirntoter stammen. In China stammen die Nieren von lebenden Körpern. Das unterscheidet sich völlig von den japanischen Krankenhäusern. Frage: Ist es möglich, sich mit Krankheiten wie HIV oder Hepatitis nach einer Nierentransplantation anzustecken? Antwort: Keine Sorge. Das größte Problem bei einer Nierentransplantation ist die Übereinstimmung des Gewebes. Vor der Transplantation der lebenden Niere werden wir die Nierenfunktion und die Leukozyten des Spenders untersuchen, um die Funktionstüchtigkeit der Niere zu sichern. So ist es sicherer und zuverlässiger als in anderen Ländern, wo das Organ nicht von einem lebenden Spender stammt. In dem Frage-Antwort-Teil steckt eine klare Botschaft. Die Organe kommen nicht von Leichen oder Hirntoten, stattdessen sind sie von lebenden Menschen. Tatsächlich ist das China International Transplantation Network Assistance Center nicht nur der einzige Lieferant lebender Organe in China. Hier ein Telefongespräch zwischen einem Ermittler, der sich als Verwandter eines Patienten ausgab, und einem Arzt des ersten Volkskrankenhauses der Jiaotong Universität Shanghai. Um diese Vielzahl von Organen mit solch kurzen Wartezeiten vorhalten zu können, muss eine große Organbank lebender Spender existieren. Zudem müssen diese Spender jederzeit unter strenger physischer Kontrolle stehen. Auf Nachfrage müsste dann ein passender Spender aus dieser Bank gefunden und seine oder ihre Organe für die Transplantation herausgenommen werden, um die Frische und Lebenskraft der Organe zu sichern. Also, was sind das für Menschen, die so eine Art lebende Organbank bilden? Die internationale Gemeinschaft glaubt allgemein der Behauptung, dass das kommunistische Regime in China die Organe von hingerichteten Gefangenen für Transplantationen verwendet. Dies erklärt jedoch nicht die explosionsartige Zunahme von Organtransplantationen in China im letzten Jahrzehnt. Obwohl die genaue Zahl der hingerichteten Gefangenen in China als Staatsgeheimnis behandelt wird, schreibt die staatliche China News in einem Artikel vom 6. September 2007, seit Jahrzehnten gehen die Volksgerichte sehr sorgfältig und streng kontrolliert bei der Ausgabe von Todesstrafen vor. Die Zahl der Exekutionen nimmt stetig ab. Auf der anderen Seite ist laut Berichten der chinesischen Staatsmedien die Gesamtzahl von Organtransplantationen in China in den 6 Jahren nach 2000 um das Dreifache gestiegen. Wenn 98% der Organtransplantate in China von außerhalb des Gesundheitssystems und alle von hingerichteten Gefangenen stammen sollten, wie ist dann die unglaubliche Zunahme von Organtransplantationen im letzten Jahrzehnt zu erklären? Die Zahl der Todesstrafen soll doch stetig abgenommen haben. Liegt das etwa an Fortschritten in der Transplantationstechnologie? Wieder die Niere als Beispiel. 1998 gab es 3.596 Nierentransplantationen in China. 2004 waren es 10.000, dreimal so viel.
Doch gab es zwischen 1998 und 2004 keinen Fortschritt in der Nierentransplantation. Offensichtlich ist die technische Entwicklung nicht der Grund für diesen sprunghaften Anstieg. Außerdem müssen für die Todesurteile entsprechende Gerichtsverfahren und Anhörungen stattgefunden haben. Gefangene können nicht einfach zum Tode verurteilt werden, weil ihre Organe von Transplantationspatienten gebraucht werden. Oder doch? Gibt es neben den zum Tode verurteilten Häftlingen noch eine andere Gruppe von Menschen, die zwischen Leben und Tod leben müssen? Jahrzehntelang hatte Chinas Führung die Behauptung der internationalen Gemeinschaft bestritten, dass die Organe von hingerichteten Gefangenen stammen. Doch im Jahr 2005 gab Chinas Gesundheitsminister Huang Jiefu dies auf einer Konferenz der Weltgesundheitsorganisation in Manila zum ersten Mal öffentlich zu. Doch Mao Xunan, Sprecher des Gesundheitsministeriums, bestritt am 10. April 2005 dies wiederum, als er mit Reportern sprach. Im November 2006, auf einer Sitzung in Guangzhou, sagte Minister Huang Jiefu erneut, dass in China mehr als 90% der bei Transplantationen verwendeten Organe von hingerichteten Gefangenen stammen. Später, am 11. Januar 2007, änderte schließlich auch Mao Xunan in einem Interview mit der BBC seine Meinung und stimmte seinem Chef zu. Anscheinend waren sich Pekings Führer anfangs uneinig darüber, ob die Tatsache, dass hingerichtete Gefangene als Organquelle dienen, der Öffentlichkeit preisgegeben werden sollte. Was hat nun jedoch ihre Meinung geändert? War es das schlechte Gewissen oder gibt es noch einen anderen Grund? Sollte vielleicht ein noch größeres Verbrechen vertuscht werden? Am 22. Dezember 2000 tauchte auf der Falun Gong-Website minghui.org ein Artikel aus China auf. Darin wurde behauptet, einige böse Polizeibeamte tun sich mit gierigen Ärzten zusammen, um die Organe von Falun Gong-Praktizierenden zu verkaufen. Es kam heraus, dass eine Klinik in der Stadt Shijiazhuang 6 Organe bekommen hat. Mehr Informationen gab es nicht. Die Nachricht erschien wegen ihres brutalen Inhaltes anfangs unglaublich und erhielt zu jener Zeit nicht viel Aufmerksamkeit. 5 Jahre später, am 8. März 2006, sagte ein anonymer ehemaliger chinesischer Reporter in Japan, der in den USA ansässigen Epoch Times, dass im Suchiatun-Bezirk in Shenyang, der Provinz Liaoning, viele Falun Gong-Praktizierende versteckt gefangen gehalten werden. Diese Praktizierenden sollten getötet werden, damit ihre Organe für Transplantationen entnommen werden können.那个说的那个数字，因为经常性有变动，但是在当时吧，所得到的数据呢，应该是有6000人，但是当时是在那个2年前左右吧。 也就是2004年左右的那个时间，他们是在里面，可能是在被强迫转化、被打、被关押，在生命垂危的时候，然后器官被取出来、被移植、被卖，是可以这么理解吗？对，我认为是这个情况，但是，他们一定是在一种什么样的一种情况下，是被迫的，就是说，或者说是在毫无知觉的情况下，那个上了手术台。 取出了他们的脏器，我认为是这种情况。这些人还有出来的可能性吗？我只能在心里祈祷着他们能够出来，他们能平安的回到他们家人的身边。 9 Tage später meldete sich eine ehemalige Angestellte des Liaoning Provincial Thrombosis Treatment Medical Center in Suchiatun bei der Epoch Times und nannte weitere Details über diese geheime Strafanstalt. Sie sagte, dass sich diese geheime Strafanstalt innerhalb des Krankenhauses befand, wo sie arbeitete. Die genaue Adresse ist 49 Xuesong, Suchiatun-Bezirk, Shenyang. In diesem Krankenhaus fanden die Verbrechen statt. Dort wurden im großen Ausmaß Falun Gong-Praktizierenden Organe wie Niere, Leber und Augenhornhaut entnommen. Ihr Ex-Mann entnahm lebenden Falun Gong-Praktizierenden die Hornhaut. 我的前夫曾经参与过摘除法轮功学员器官的手术，他是一名脑外科医生，参与摘除法轮功学员眼角膜手术，包括部分在法轮功学员活体上摘除眼角膜。我的家人告诉我说，他。
可是你不知道我有多么痛苦，因为这些盘龙穴是活的。若从死人身体上摘出器官，这还好说，可这些人都真的还是活的。这些事情都是秘密进行的，我们医院参与的医生很多是从其他医院调过来的实习医生。这些人的器官被摘出以后，有的人就直接被丢进焚尸炉中火化，没有留下任何痕迹。Nachdem der zweite Suchet-Hundzeuge hervortrat, vergingen weitere 10 Tage des Schocks, der Angst und Spekulationen. Chinas Führung hingegen schwieg 3 Wochen lang. Am 28. März gab sie endlich ihre erste Stellungnahme auf einer Pressekonferenz zu dem Vorfall. Der Sprecher des Außenministeriums, Qin Gang, tat das Suchetun-Ereignis als eine absichtliche Anschuldigung und schlechte Verleumdung ab. Qin lud auch ausländische Medien ein, Suchetun zu besuchen und ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen. Vermutlich in Reaktion auf die Stellungnahme des Außenministeriums schrieb 2 Tage später ein Mann der Epoch Times. Er gab sich als altgedienter Militärarzt im Shenyang-Militärgebiet zu erkennen und bestätigte die Existenz des Suchetun-Konzentrationslagers. Mehr noch, Suchetun wäre nur eines von mehreren Konzentrationslagern in China. Einen Monat später schrieb dieser Arzt der Epoch Times wieder und gab ausführliche Informationen über die Organernte an Falun Gong-Praktizierenden. Er sagte: In Haft wurden echte Namen für Falun Gong-Praktizierende und andere Häftlinge verwendet. Doch wenn es um die Organtransplantation ging, wurden falsche Namen verwendet. Es wurden sozusagen falsche Identitäten geschaffen, die ziemlich ausgefeilt waren. Sie mussten auch freiwillige Organspendeformulare unterzeichnen. Natürlich war die Unterschrift auch gefälscht. Ich stieß auf mehr als 60.000 dieser gefälschten Dokumente. Sie alle beinhalteten, dass die Person freiwillig bereit war, Organe zur Transplantation zu schenken und alle Folgen tragen werde. Es gab sogar unterzeichnete Formulare, die ihre Bereitwilligkeit ausdrückten, ihre Herzen für Transplantationen zu schenken. Viele Unterschriften trugen die Handschrift von derselben Person. Die Frist der Aufbewahrung dieser Dokumente war 18 Monate. Dann müssen sie zerstört werden. Dieser Militärarzt fuhr fort. Viele Menschen schauen auf die offizielle Zahl der Organtransplantationen. In Wirklichkeit war die Zahl der Transplantationen im Untergrund oft höher als die amtlichen Zahlen. Die Organtransplantationen werden vom Militär ausgeführt. Schaut auf die militärischen Einrichtungen. Diese sind die wahren Konzentrationslager. Diese Nachrichten enthüllten eine unfassbare Brutalität. Doch mit Blick auf die blutige Geschichte des chinesischen Regimes erschien dies sehr wohl möglich. Die erste Nierentransplantation im kommunistischen China wurde 1960 durchgeführt. Es wurde zur Routine, Organe von lebenden Gefangenen zu nehmen, um die Organnachfrage leitender KP-Beamte, der Regierung und des Militärs zu decken. 你像这个江西的钟海源，当时 Wie bei Zhong Haiyuan in der Provinz Jiangxi. Als sie noch lebte, wurde ihre Nieren genommen und einem Militärpiloten implantiert. Als politischer Gefangenen wurde Zhong Haiyuan die Niere genommen. Sobald im System des kommunistischen Regimes Chinas jemand als politischer Gefangener, Feind der Partei oder des Staates abgestempelt wird, ist keine Methode gegen diese Person übertrieben. Wenn Falun Gong-Praktizierende verfolgt werden, fallen sie in dieselbe Kategorie. Mit aller Macht hat das Regime versucht, Falun Gong zu dämonisieren und sieht es als seinen größten Feind. Deshalb weiß jeder in der Gesellschaft, dass das kommunistische Regime Chinas Falun Gong als Feind betrachtet. Am 9. Oktober 1984 stellten das oberste Gericht, die oberste Staatsanwaltschaft, das Ministerium für öffentliche Sicherheit, das Justizministerium, das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Zivilangelegenheiten gemeinsam ein Dokument aus mit dem Titel Vorläufige Bestimmungen über die Verwendung von Leichen und Organen hingerichteter Gefangener. Das Dokument setzte fest, dass die Organe von 3 Typen von hingerichteten Gefangenen für Transplantationen verwendet werden konnten. Mit dieser Regelung war es nun legal, Organe von Hingerichteten zu nehmen. Darüber hinaus brach dies auch den moralischen Eid der daran beteiligten Ärzte und der Polizei. Definiert die Justiz im Land Körperteile als Industrierohstoff, sind Achtung und Respekt vor dem menschlichen Körper gleich null.
Als die Falun Gong Praktizierenden loszogen, um an die Regierung zu appellieren, zerstörten viele ihre Ausweise, um zu vermeiden, andere mit hineinzuziehen. Wenn sie verhaftet wurden, nannten sie auch nicht ihren Namen oder woher sie kamen. Deshalb waren sie für Chinas Regime oder die Leute, die Organe von lebenden Menschen nehmen, die Zielgruppe für die Organernte, weil ihr Verschwinden nicht entdeckt oder gemeldet werden würde. Organtransplantationen stellen ein lukratives Geschäft dar. Das Organ Transplant Center des Krankenhauses 309 der Volksbefreiungsarmee behauptete auf seiner Webseite: Unser Transplantationszentrum verdient den größten Teil des Geldes für die Klinikabteilung. Von Januar bis Juni 2004 betrug das Einkommen 13,57 Millionen Yuan. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich 30 Millionen Yuan überschreiten. Laut einem Artikel der Southern Weekend vom 18. Juli 2007 machte das, Zitat, Oriental Organ Transplant Center in Tianjin große Profite. Lebertransplantationen allein brachten dem Zentrum ein Einkommen von mindestens 100 Millionen Yuan pro Jahr. Im September 2006 eröffnete das neue Gebäude des Oriental Organ Transplant Center mit 500 Betten. Es hatte 130 Millionen Yuan gekostet. Die explosive Zunahme der Organtransplantationen in China fing mit der Verfolgung von Falun Gong 1999 an. Das Suchetun-Ereignis und das Insiderwissen eines altgedienten Militärarztes aus Shenyang gaben deutliche Hinweise darauf, dass die Körperteile von unschuldigen Falun Gong-Praktizierenden als Rohstoff für diese Industrie benutzt worden sein könnten. Nachdem das Suchetun-Ereignis ans Tageslicht kam, wurden Vertretern der US-Botschaft und des US-Konsulates in Shenyang zwei Führungen durch das Thrombosis Treatment Medical Center in Suchetun gegeben. Begleitet wurden sie von Klinikmitarbeitern und Beamten des chinesischen Außenministeriums. Nach dem Besuch erklärten sie, dass sie, Zitat, keine Beweise fanden, dass der Ort für keine anderen Funktionen als ein normales öffentliches Krankenhaus verwendet wird. In der Zwischenzeit hatte auch eine andere Gruppe auf die Einladung des Außenministeriums reagiert. Die Koalition zur Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong in China, CIPFG, eine NGO, gegründet von Falun Gong-Praktizierenden, Anwälten und Journalisten, hatte Visa beantragt, um in China eine eigene unabhängige Untersuchung Suchetuns durchzuführen. Alle Visa-Anträge wurden abgelehnt. Auf der einen Seite waren da die detaillierten Insiderberichte. Auf der anderen Seite lehnte Chinas Führung nach langem Schweigen eine unabhängige Untersuchung ab. Eine Sackgasse. Kann die Welt im Angesicht solch einer Brutalität wegsehen? Dies wäre eine Schande für die Menschheit. Die unabhängigen Ermittler sahen auf jeden Fall nicht weg. Und obwohl das chinesische Regime viele Barrieren für sie auf der Suche nach der Wahrheit aufstellt, geben die Ermittler nicht auf. Im Gegenteil, sie erweiterten ihren Fokus von Suchetun auf ganz China. Die Behauptung, dass Chinas Führung Organe von lebenden Falun Gong-Praktizierenden erntet, muss aufgeklärt werden. Am 8. Mai 2006, auf Antrag der Koalition zur Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong in China, bildeten der ehemalige kanadische Staatssekretär der Asien-Pazifik-Region, David Kilgore, und der Menschenrechtsanwalt David Matas ein unabhängiges Untersuchungsteam, um die Anschuldigung zu untersuchen, dass Chinas Regime die Organe von lebenden Falun Gong-Praktizierenden raubt. Am 2. Juni schickten die zwei Ermittler einen Brief an die chinesische Botschaft und baten um Einreiseerlaubnis für ihre Untersuchung, die unabhängig von der Überwachung durch das Regime stattfinden sollte. Am 23. Juni wies die chinesische Botschaft die Visa-Anträge von Kilgore und Matas ab. Doch eine Person schaffte es nach China. Edward McMillan Scott, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Vom 20. bis 24. Mai 2006, während seiner Vorbereitung für seinen Bericht über Menschenrechte und Demokratie für das Komitee des Außenministeriums im Europäischen Parlament, flog Herr McMillan Scott nach Peking und traf verschiedene Beamte, öffentliche Repräsentanten sowie zwei Falun Gong-Praktizierende aus Peking, Niu Qinping und Cao Dong. Cao beschrieb, was er im Gefängnis sah. Cao Dong is in his 30s. He'd been a prisoner. Cao Dong ist um die 30 Jahre alt. Er war Häftling in Nordchina. Er berichtete verständlich, jedoch sehr nervös über das, was er in diesem Gefängnis sah. Ich fragte ihn, ob ihm die Praxis bewusst war, was als Organernte bekannt ist, dass Körperteile von Gefangenen quasi auf Bestellung entnommen werden. Das ist ein Handel, der durch die Volksbefreiungsarmee durchgeführt wird. This is a trade which is run by the People's Liberation Army for profit. And he said
Er konnte mir nur sagen, dass er einen Freund im Gefängnis im Nordwesten Chinas hatte, einen Falun Gong praktizierenden. Eines Tages verschwand der Freund und das nächste Mal, als er ihn wieder sah, war es im Gefängniskrankenhaus. Es war der Leichnam seines Freundes mit Löchern dort, wo offensichtlich Körperteile entfernt worden waren. Nachdem ich mich mit ehemaligen Häftlingen getroffen hatte, wurden sie alle inhaftiert. Cao Dong wurde später wegen des Treffens mit mir, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, nur weil er sich mit mir traf, zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist bis heute im Gefängnis. Die Untersuchung ging weiter und mehr Menschen schlossen sich ihr an. Unter ihnen Dr. Kirk Ellison, stellvertretender Direktor des Programms für Menschenrechte und Medizin der Universität Minnesota. Ethan Goodman, Lehrbeauftragter der Foundation for the Defense of Democracies und sein Assistent Lee Shailamish. Letztere beide bildeten ein unabhängiges Ermittlungsteam, das weltweit nach Zeugen suchte. Sie interviewten Falun Gong-Praktizierende, die vom Regime in China inhaftiert wurden und suchten nach Empfängern von Organtransplantationen in China, den Organvermittlern und auch Ärzten, die an den Transplantationen beteiligt waren. Das Erste, was sie wissen wollten, war die Erfahrung der Falun Gong-Praktizierenden, die in China inhaftiert waren. Was sahen sie? Was hörten sie? Was haben sie persönlich erlebt? Ohne Ausnahme berichteten alle interviewten Praktizierende von Folter, Gehirnwäsche, Drohungen und auch von wiederholten und besonders sorgfältigen ärztlichen Untersuchungen und Blutproben. Die Falun Gong-Praktizierende Gan Na, die jetzt in Toronto, Kanada lebt, war eine der 34 Falun Gong-Zeugen im Untersuchungsbericht von Mathers und Kilgour. Gan Na war Zollbeamtin am Pekinger Flughafen. Als sie das dritte Mal ins Xinan-Frauenarbeitslager in Peking gebracht worden war, wurde ihr Blut getestet, Röntgenaufnahmen gemacht, ein EKG erstellt und ihre Augenhornhaut wurde untersucht. Ich fühlte mich eigenartig. Die Polizei in den Arbeitslagern behandelte uns nicht wie Menschen. So eine gründliche Untersuchung, seltsam. Die Falun Gong-praktizierende Zhang Yijie, die im Handelsministerium arbeitete, wurde 7-mal inhaftiert. Das letzte Mal im Juni 2001 im Pekinger Frauenarbeitslager. In unserem Ministerium wurden Beamte pro Halbjahr einmal ärztlich untersucht. Für den regelmäßigen Leberfunktionstest wurde in der Regel eine Blutprobe in einem Reagenzglas benötigt. Doch im Arbeitslager merkte ich, dass die Menge viel mehr war als üblich. Wir fragten uns, warum sie so viel entnahmen. Die Falun Gong-praktizierende Zhou Yuyun kam aus Guangzhou. Im Januar 2000 wurde sie ins Chateau-Frauenarbeitslager gesteckt und blieb dort 22 Monate. Danach wurde sie wieder verhaftet und gezwungen, an 5 Gehirnwäscheklassen in Guangzhou teilzunehmen. Als ich zur letzten Gehirnwäscheklasse gebracht wurde, gab es keinen Platz mehr, um mich in Haft zu lassen. So brachten sie mich zurück zur Gehirnwäscheklasse im Bezirk Tianhe. Dort brachte mich ein Arzt ins Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen. Die Untersuchung war sehr gründlich, mit EEG und einem Bluttest. Seltsam war, dass sie mein Herz sehr gründlich untersuchten. Danach wurde ich erneut untersucht. Dann wollte der Arzt einen weiteren Herzultraschall machen. Ich sagte, ich hätte keine Herzprobleme und fragte, warum sie ständig mein Herz überprüfen wollten. They would do an X-ray of the chest and the abdomen. They would do a sonogram. Sie machten Röntgenaufnahmen von Brustkasten und Unterleib. Sie führten eine Leber- und Nierensonographie durch. Sie nahmen sehr viele Blutproben, die sie in 8 verschiedene Reagenzgläser füllten, was darauf hinweist, dass sie eine Gewebetypisierung durchführten, zur Überprüfung von Krankheiten, die die Organe unbrauchbar machen würden. Auch um die passende Blutgruppe und den Gewebetyp für einen potenziellen Empfänger des Organs herauszufinden. Sie nahmen auch viele Urinproben, um ihre Nierenfunktion zu prüfen. To see the health of the kidney function. Einerseits wurden Falun Gong-Praktizierende unmenschlich gefoltert. Andererseits waren da diese seltsamen ärztlichen Untersuchungen und Blutproben. Viele Falun Gong-Praktizierende waren verwirrt von den widersprüchlichen Handlungsweisen. Noch seltsamer war, dass die Ärzte, die diese Untersuchungen ausführten, die Verletzungen durch Folter gar nicht behandeln wollten. Sie interessierten sich nur für die Gesunden.
Im Arbeitslager wurde ich schwer verprügelt. Meine Knie und Hüfte wurden dabei verletzt. Meine Knieverletzung kehrte immer wieder zurück. Sie schwollen zur Größe eines Babykopfs an. Und trotzdem weigerten sie sich, mich ins Krankenhaus zu bringen. Folgendes wurde uns über Masantia erzählt. Als die Frauen ins Masantia-Arbeitslager kamen, wurden sie zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Wenn jemand auf einer Bahre hereingetragen wurde, hieß das, sie war gefoltert worden, in der Strafanstalt oder in Masantia schon zuvor geschlagen worden. Dann schauten die Ärzte sie an und winkten sie einfach weg. Wenn sie sichtbar verletzt oder durch Folter krank war, waren sie nicht interessiert, denn sie wollten junge, gesunde Menschen. Je gesünder sie waren, desto aufwendiger war die Untersuchung. Sie führten immer wieder Blut- und Urinproben durch, um zu sehen, wie sie die Organe verwenden konnten. Im Juni 2008 fand David Maters eine Person in den Vereinigten Staaten, die in der Provinz Jiangsu inhaftiert war. Er war kein Falun Gong-Praktizierender. Um ihn vor Verfolgung durch das chinesische Regime zu schützen, bekam er einen Decknamen, Lani. Er befand sich zwischen März 2005 und Anfang 2007 in Haft. In dieser Zeit wurde Lani in 17 verschiedene Zellen verlegt. Die langjährigen Gefangenen dort berichteten ihm, dass zwischen 2002 bis 2003 in jeder Zelle mindestens 2 bis 3 Falun Gong-Praktizierenden die Organe entfernt wurden, während sie noch lebten. Im Gefängnis gab es mindestens 2 ärztliche Untersuchungen im Jahr. Die langjährigen Gefangenen erzählten mir, dass diese Untersuchungen die Organentnahme dieser Leute vorbereiten soll. Sieh dir diese starken, gesunden, jungen Leute an. Ihre Organe sollten geerntet werden, weil sie entweder Todeskandidaten oder Falun Gong-Praktizierende sind. Die Ärzte gehen bei deren Untersuchung sehr sorgfältig vor. Bei anderen waren sie nur oberflächlich. Der Gesundheitscheck richtete sich hauptsächlich an Falun Gong-Praktizierende und Todeskandidaten. Lani sah mit eigenen Augen, wie einem Opfer ein Narkosemittel gespritzt wurde, bevor man es für die Organernte wegbrachte. Einmal sah er, wie diese Person geimpft oder intravenös etwas gespritzt wurde, was eine lähmende Wirkung auf die Person hatte. Am Hals? Ja, am Hals. Ich sah es mit eigenen Augen. Er lag gefesselt auf dem Bett mit geschlossenen Augen, weil ihm eine große Menge Narkosemittel eingespritzt worden war. Die Spritze war 3 Finger dick. Als wir es zum ersten Mal sahen, war die Spritze halb mit Flüssigkeit gefüllt. Als wir vom Verhör zurückkamen, war die Flüssigkeit weg und die Person lehnte am Bett mit geschlossenen Augen. Es gab diesen weißen Wagen vom Krankenhaus, der den ganzen Tag draußen stand. Ein großes Fahrzeug fuhr rein und parkte im Hof. Wenn man verhört wurde, konnte man es sehen, weil es weiß und größer war als ein Krankenwagen. Und so erzählte uns Lani, dass von diesen Gefangenen die Organe auch in diesem Wagen entnommen wurden, der eigens diesem Zweck diente. Auch die Spritzen dienten diesem Zweck. Im November 2006 wurde Lani in eine andere Zelle gebracht. Dort traf er auf einen Falun Gong-Praktizierenden mit Namen Chen. Als ich in diese Zelle gebracht wurde, sollte er uns bald verlassen. Wir beide waren nicht lange zusammen, aber er war lange Zeit bei den anderen. Er wurde oft geschlagen, weil er die Regeln im Gefängnis nicht befolgte. Später wurde er so schwer verprügelt, seine Beine waren gebrochen. Er konnte nicht richtig sitzen und seine Hüfte war auch verletzt. Er schien Probleme beim Atmen zu haben. Schließlich wurde er weggebracht und verschwand. Der Zellenleiter sagte immer das Gleiche, dass der Gefangene zu Tode verurteilt wurde. Jemand käme und sein Blut überprüfte. Eine Spritze würde ihm in den Hals gesteckt. Leute in weißer Kleidung würden kommen, um ihn abzuholen, da sein Krankenwagen draußen stand. Später sagten alle Gefangenen, dass dieser Person die Organe entnommen wurden, während er noch lebte. Viele im Gefängnis sprachen oft über die Organernte an Falun Gong-Praktizierenden. Zuerst wurden sie zusammengeschlagen und dann ihre Organe entnommen. Das war sehr üblich. Jeder im Gefängnis wusste genau über die Leute Bescheid, deren Organe entnommen werden sollten. Diese Dinge waren im Gefängnis kein Geheimnis. Wahrscheinlich habt ihr da draußen keine Ahnung davon. Zeuge Lani gab an, dass die Polizisten manchmal die Falun Gong-Praktizierenden nur wegen ihrer Organe verprügelten. Wenn der Blut- und Gewebetyp eines Praktizierenden mit einem Transplantationspatienten übereinstimmten, dann wurde gezielt auf diesen Praktizierenden eingeschlagen.
Ja, die Polizei war dann besonders streng zu ihm und verprügelte ihn. Am Anfang war es wegen kleiner Dinge. Dann schlugen sie mehr auf ihn ein, wenn er protestierte. Nach mehreren Schlägen war er verletzt, Rippen gebrochen, Beine gebrochen. Die Aussagen des Zeugen Yu Xinhui in einem Interview mit Ethan Goodman und seinem Assistenten Li Shai Limish stimmen mit Lanis Beschreibungen überein. Wir interviewten einen Mann in Bangkok. Er war nach Bangkok geflohen. Sein Name war Yu Xinhui. Er war 6 Jahre lang Gefangener im Suhui-Gefängnis in Guangzhou im Süden. Er sagte, dass es unter den Gefangenen allgemein bekannt war, dass Leute regelmäßig weggebracht wurden, wenn ein Beamter oder eine reiche Person ein Organ benötigte. Sie wurden im Gefängnis entnommen. Und manchmal drohten die anderen Gefangenen oder die Wärter, wenn du nicht kooperierst, dann werden wir dich töten und deine Organe verkaufen. Eigentlich wussten wir alle im Gefängnis, dass sobald du stirbst oder sogar wenn du noch am Leben bist, wollen sie deine Organe sichern. Auch Yu Xinhui wurde im Gefängnis 3-mal ärztlich untersucht. Das letzte Mal im März 2005 unter strenger polizeilicher Bewachung. Im Gefängnis war auch bekannt, dass eine Namensliste existiert. Jedes Jahr wurden die Leute auf der Namensliste weggebracht und kamen nie zurück. Einmal im Jahr kam ein Bus. Er parkte außerhalb des Gebäudes und die Polizei kam auf den Flur und hatte eine Liste mit Personen, die sie aufsuchten. Jack, okay, du bist die Person. Okay, nimm nur deine Schuhe, deine Jacke und komm. Sie erlaubten ihm noch nicht einmal, seine Sachen zusammenzupacken. Nächster Raum, finde die Person. Es war schrecklich für sie. Sie wussten nicht, wer mitgenommen wird, warum, wohin es ging. Sie sammelten einfach diese Leute ein, steckten sie in einen Bus. Manchmal waren es auch 2, 3 oder 4 Busse, voll mit Leuten. Mitten in der Nacht wurden sie weggebracht und man sah oder hörte nie wieder von ihnen. Mit Hilfe einer Google-Satellitenkarte zeigte Yu Xinhui den Ermittlern den Parkplatz für die Busse im Gefängnis, die dazu verwendet werden, Falun Gong-Praktizierende spät in der Nacht zu deportieren. Von den Augenzeugen, die die beiden Ermittler interviewt hatten, mussten 15 diese seltsamen Gesundheitschecks und Bluttests über sich ergehen lassen. Wenn du ein Falun Gong-Praktizierender und im Gefängnis bist, bist du auf dem Weg, dass deine Organe geerntet werden. Um weitere stichhaltigere Beweise zu bekommen, riefen die Ermittler direkt bei zahlreichen Krankenhäusern und Transplantationsärzten an und fragten nach den Organquellen. Die Anrufer gaben sich als potenzielle Empfänger oder als verwandte potenzielle Empfänger im Ausland aus. Auch die internationale Koalition zur Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong in China, die ihren Hauptsitz in den USA hat, kam zu denselben Ergebnissen mit einer ähnlichen Methode. Zwischen Juni und Juli 2007 stellte ein Ermittler der Organisation die Verbindung zu einem Nierenagenten im Volkskrankenhaus Nummer 307 her. Die Verbindung dauerte mehrere Wochen und lieferte lange Gespräche. Wir haben
像法轮功搞过，我也跟那个什么以前那个大姐说过，是搞过。对，搞过就是说现在呢，就是说有点比以前来说有点难度比较大一点。你原来搞是在哪个地方搞的吧？是在那个西城。西城，那你现在还有一个呢？你这个东西呢，你怎么确定他是法轮功学员？这一点你了解过吗？那怎么确定法轮功学员？到时候我们这边头上面有人会给你出现资料，知道吗？观察官会出资料给你，这没法子。哦，那好。Zur gleichen Zeit wurde ein Fall bekannt, der weitere direkte Beweise des Organraubs an lebenden Falun Gong-Praktizierenden lieferte. Am 31. Juli 2007 hielt die israelische Polizei 4 Männer an, die verdächtigt wurden, Mittelsmänner zu sein, um Leute anzuwerben, in Asien Transplantationen durchführen zu lassen. Sie verdienten mehrere Millionen Dollar an den Patienten, ohne diese zu versteuern. Die Verdächtigten waren der CEO von Medikt, Yaron Ishak Yorukim und seine Partner. Die größte Zeitung in Israel, Yedioth Ahronoth, berichtete, dass am 17. November 2006 ein Gespräch zwischen Yorukin und einem getarnten Reporter mit verstecktem Mikrofon aufgezeichnet worden war. Auf diese Weise wurde bekannt, dass Yorukins Firma dabei half, Organe von Chinas politischen Häftlingen, Todeskandidaten und Falun Gong zu besorgen. Nach Veröffentlichung dieses Berichtes nahmen die israelischen Behörden die Ermittlungen auf und bestätigten den Inhalt des Berichtes. Auf die Untersuchungen durch die internationale Gemeinschaft reagierte das kommunistische Regime Chinas auf gewohnte Weise. Qin Gang, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte: Wir denken, dass so ein Bericht im Grunde unkorrekt, ungerecht und ungerecht ist. Einerseits bestritt das Regime die Anschuldigungen ohne jeden Gegenbeweis. Andererseits stellt es diverse Hindernisse für die unabhängigen Untersuchungen auf. Im August 2006 hatte Victor Perton, australischer Parlamentsabgeordneter, David Kilgore nach Melbourne eingeladen, um bei einem Forum zu sprechen. Prompt schickte das chinesische Konsulat einen Brief an alle Abgeordneten und forderte sie auf, dem Forum fernzubleiben. Im September 2006 erhielt das Menschenrechtskomitee des finnischen Parlaments einen Anruf der chinesischen Botschaft. Auch sie wurden aufgefordert, sich nicht mit David Matas zu treffen. Im Mai 2007 organisierte das Krankenhaus von Beilinson nahe der israelischen Hauptstadt Tel Aviv ein Seminar über Organtransplantationen. David Matas sollte dort eine Rede halten. Chinas Vertretung übte Druck auf Israels Außen- und Gesundheitsministerium aus, Matas auszuladen oder das Seminar abzusagen. Auch die Webseiten von Chinas Organtransplantationszentren änderten sich. Die Angaben über Anzahl der Organverpflanzungen und Wartezeiten wurden gelöscht oder geändert. Einige Webseiten verschwanden komplett. Jedoch konnten einige dieser ursprünglichen Materialien noch in Archiven gefunden werden. Schließlich griff Chinas Regime in die Propagandakiste, um auf die Untersuchungen zu reagieren. Denn seit Juni 2006 haben die unabhängigen Berichte von Matas und Kilgore große Aufmerksamkeit in der internationalen Gemeinschaft erhalten. Und so strahlte als Gegenreaktion im Juni 2007 der vom Regime unterstützte Sender Phoenix TV in Hongkong einen Dokumentarfilm aus mit dem Titel »Eine Untersuchung von Davids Untersuchungsbericht«. In diesem Film kamen Beamte und Ärzte zu Wort, die von Matas und Kilgore interviewt worden waren. Sie stritten die Schlussfolgerung des Berichts ab. Der Dokumentarfilm wurde von den ausländischen Organisationen des kommunistischen Regimes weit verbreitet. Jedoch beinhaltete dieser Dokumentarfilm viele Fehler, die wiederum die Authentizität des Untersuchungsberichts von Kilgore und Matas bewiesen. Eine der Zahlen, die im Matas-Kilgore-Bericht auftauchte, waren die Daten aus dem Artikel »The Organ Transplants Need to Set a High Threshold«, veröffentlicht 2006 in Chinas offiziellen Gesundheitsnachrichten von Shi Bingyi, Komiteemitglied der Organtransplantationsabteilung des chinesischen Medizinverbandes. Shi Bingyi sagte, insgesamt wurden mehr als 90.000 verschiedene Transplantationen durchgeführt. Allein im letzten Jahr wurden ungefähr 10.000 Nierentransplantationen und 4.000 Lebertransplantationen durchgeführt. Doch im Interview bei Phoenix TV bestritt Shi Bingyi entschieden, solche Zahlen jemals erwähnt zu haben. Im Interview mit dem Sender Phoenix TV sagte Shi Bingyi: Shi Bingyis ursprüngliche Aussage, die im Matas-Kilgore-Bericht zitiert wurde, ist immer noch im Internet zu finden. Außerdem wurde der Artikel von vielen Medien in China veröffentlicht.
Ähnliche Statistiken über Organtransplantationen von anderen Experten der Organtransplantationsabteilung des Medizinverbandes Chinas sind auch in Chinas Regierungs- und Medienwebsites erhältlich. Das andere Beweismaterial im Matas-Kilgore-Bericht sind die aufgezeichneten Telefongespräche mit einer Vielzahl von Ärzten in China. Unter den Ärzten haben viele zugegeben, dass sie Organe von Falun Gong-Praktizierenden verwendet haben. Dr. Lu Guoping vom Guangxi Ethnicities Hospital ist einer dieser Ärzte. Im Fernsehinterview mit Phoenix TV gab Dr. Lu Guoping zu, dass er Anrufe von Ermittlern erhalten habe und ihm auch Fragen gestellt wurden. Aber er bestritt, solche Antworten gegeben zu haben, obwohl die Aufnahme seiner Antworten an die Ermittler immer noch existiert. Im Folgenden ein Vergleich seiner Aussagen gegenüber den Ermittlern und Phoenix TV. Hier ist die Aufnahme des Telefongespräches mit der Ermittlerin. Dr. Lu sagte auch bei Phoenix TV, Hier ist die Aufnahme des Telefongespräches mit der Ermittlerin. Bei Phoenix TV sagte Dr. Lu, 还有第二个问题是，他说，那你们都要到监狱里面自己去挑选吗？ 他当时说我的回答是对，肯定是说要去挑选的。这个问题当时根本都没问到，没有那回事。 Wurde Dr. Lu diese Frage vom Ermittlungsbeamten gestellt? Hier ist die Aufnahme des Telefongespräches. 那是都要，像你们都要到监狱去自己去挑选是吧？对对对，肯定挑选。那挑选如果他不让你出血怎么办？他肯定会让。 他怎么会让呢？有法子在那边的，你怕什么？这东西都用不着你们担心的。不是，他，我知道，他知道会是给他这个器官移植吗？他会知道吗？不知道。啊，他不知道啊，就是那就不让他知道是吧？知道他就不让抽了是吧？对对对对对。那怎么说服让他说？他说你抽血干什么？那你怎么讲呢？哎，这个他们会有办法，这个是不是你当前的问题？ Es war wirklich interessant für mich, das Video zu sehen, die Antworten zu sehen, weil das irgendwie dumme Antworten sind, im weitesten Sinne Indizien. Es ist eine Beteuerung. Ich meine, wenn das Beste, was sie tun können, darin besteht, zu bestreiten, was sie auf ihre Webseite stellten, oder bestreiten, was wir auf Band haben, dann ist es offensichtlich, dass wir auf etwas gestoßen sind. Immer mehr Beweise tauchen auf. Und viele Regierungen und internationale Organisationen äußern ihre Besorgnis über den Organraub an lebenden Falun Gong-Praktizierenden in China. Im November 2008 hielt das UN-Komitee gegen Folter seine 41. Sitzung in Genf ab. In seinem zusammenfassenden Bericht forderte das Komitee die chinesische Regierung auf, die massive Zunahme bei Chinas Organtransplantationen seit Anfang der Verfolgung von Falun Gong und die ungeklärte Quelle für den riesigen Organbedarf zu erklären. Chinas Regierung solle die Anschuldigungen unmittelbar untersuchen und darin verwickelte Personen strafrechtlich verfolgen und bestrafen. Tatsächlich fing die Enthüllung dieses Gräuels auf einem Operationstisch an, auf dem ein Organ von einer lebenden Falun Gong-Praktizierenden entfernt wurde. Am 13. April 2006 enthüllte eine Zeugin das Su Chiatun-Ereignis. Sie war die Frau eines Arztes, der daran beteiligt war, Augenhornhäute von lebenden Falun Gong-Praktizierenden zu entfernen.
Vor dem nationalen US-Presseclub erzählte sie: Diese Falun Gong-Praktizierende, deren Organe im bewusstlosen Zustand entfernt wurden, hat nie erfahren, dass dieses kleine Ereignis zu ihrem Todeszeitpunkt das Gewissen dieses Arztes weckte, was zur Enthüllung der Grausamkeiten führte. Um diese Grausamkeit jedoch endgültig zu beenden, muss das Gewissen von noch mehr Menschen geweckt werden. Diese beispiellose Grausamkeit hat viele unschuldige Menschen zwischen Leben und Tod gestellt. Angesichts dieses Verbrechens stellt die Wahl jeder einzelnen Person das Gewissen der Menschheit zwischen Leben und Tod.